Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zurück bei Folge Nummer 3 von Yoshi's Woolly World. Und nachdem wir ja in der letzten Episode Monty den Maulwurf zurück ins Erdenreich geschickt haben, geht es weiter mit Welt 1.5, dem Wohlwindmühlenhügel. Was für ein Wort, meine Fresse. Anstecker brauche ich nicht. Habe sowieso keine vernünftigen, also auch egal. Okay, irgendeiner weiß nicht, wo die vierte Blume in dem Level ist. Ja, mal gucken, ob ich die finde. Nach links geht's zumindest mal schon mal nicht. Das sollte ich mir auch gleich mal angewöhnen, das in jedem Level zu kontrollieren. So, ich gucke aber auch schnell mal noch nach unten. Ist da unten? Da unten links ist doch was, oder? Oder auch nicht? Soll ich es riskieren zu springen? Okay, anscheinend ist hier nichts. Gut zu wissen. Aber ich dachte mir nur, weil da unten der Faden raussteht, dass sich da vielleicht ein Geheimgang öffnen kann. Dem war aber nicht so. Tja, ist ja auch egal. Jetzt hole ich mir jedenfalls mal ein paar Eier. Besser gesagt Wollknäuel. Blank. 1, 2. Nummer 3. Und auch noch Nummer 4. So, die hole ich mir auch bitte gleich mal wieder. Ich möchte schon gerne einen vernünftigen Munitionsvorrat haben. Ah, jetzt kommen wir da nicht mehr hoch, oder? Oder doch geht. Ah, geht doch. Ups, falsche Taste. Joink, joink. Und nochmal joink. Oh. Oh, erstes Blümchen. Sehr schön. Ach, verpiss dich. Okay, dann noch diese Plattform. Sehr schön. Oh, und da ist auch schon das erste Wollknäuel. Meins. Ja, was gibt's denn hier? Oh, eine Blume, die mir Wollknäuel gibt. Ist ja nett. Oh, geil, geil. Zwei auf einmal getroffen. Warum denn nicht immer so, hä? Ups. So, du gehst auch mir. Wollknäuel bin ich eigentlich voll jetzt. Ja, bin ich. Hier gibt's nichts. Ach, die Blume lassen wir mal am Leben. Die aber mal nicht. Ist hier was? Ja, natürlich ist hier was. Ein Stempel, zwei Stempel. Holy moly. Okay, ich muss mir erstmal die Plattformen generieren. Okay, zwei sollten mal reichen. Hoffe ich zumindest mal. Ja, reicht. Trotzdem aktiviere ich noch die anderen beiden, denn vielleicht ist ja irgendwas versteckt, was aber nicht den Anschein hat und jetzt habe ich keine Wollknäuel mehr. Cheat, ey. Checkpoint, sehr schön. Ich brauche aber Wollknäuel. Nein, komm her. Ach, scheiße. Oh, ich habe keine Wollknäuel mehr, das nervt. Ziemlich. Ja, zumindest mal eins. Nee, das funktioniert so nicht. Du komm mal schnell her. So. Ach, hier gibt's ja gar nichts. So. Oh, Herzchen. Meins. So, hier kann ich doch sicherlich nach unten, oder? Oder auch doch nicht. Ups. Oh, shit. Fuck. Ah, da bin ich auch sowas von ungünstig gelandet. Heilige Scheiße. Okay, aber hier weiß ich jetzt zumindest, dass es hier eigentlich im Prinzip nichts gibt. Außer diesen paar Rubinen hier.
Aber die Herzchen wollen wir natürlich nicht da lassen. Die nehmen wir schön mit. So läuft das doch. Und jetzt bloß keinen Abgang machen. Ducken. Hui, Blümchen. Nummer 2 oder habe ich einen schon übersehen? Ich habe schon eins übersehen. So eine Scheiße, ey. So, wie komme ich denn da nach unten? Ich schätze mal hier rechts irgendwie. Holen wir uns ein paar Plattformen. So, das macht die ganze Sache ein bisschen einfacher. Jetzt muss ich nur da unten irgendwie die Röhre erwischen. So, das sollte ich doch jetzt theoretisch erwischt haben, oder? Ja. Komm schon. Na, sehr schön. So, ich glaube jetzt auch mal nicht, dass ich hier die andere Blume finden werde. Eins. Shit, ey. Reichen meine Wollknäuel überhaupt? Nein, sie reichen nicht. Ich habe eins zu wenig. Ach, das ist aber Bullshit. Ich brauche noch eins. Das hätte ich aber ruhig vorher sagen können. Na gut, der ganze Spaß nochmal. Diesmal keines verschwenden. Ups. Okay, das wurde gespeichert. Das ist sehr schön. Yay! Ja, Wollknäuel immerhin. Wo ich auch schon eins übersehen habe. Heilige Scheiße, ey. Ich muss echt mal ein bisschen mehr aufpassen. Ah, komm, erwische doch. Geht doch. Muss ich sagen, das nervt mich jetzt schon irgendwie, dass ich schon wieder zwei Sachen übersehen habe. Bitte mal eine Plattform machen. Danke. Oh shit, das treffe ich nicht. Oh, ducken. Huh, das hätte ich jetzt fast übersehen. Eigentlich wollte ich mir noch hier die Plattform erschaffen. Ja, hier ist aber nichts. Oh, hier rechts. Nein, nichts mehr. Oh, nein, doch. Ah, scheiße. Da kann ich jetzt auch nicht mehr zurück, hä? Motherfuckers, ey. Ja, zumindest gibt es mal ein paar fette Wollknäuel. Und zack, und zack, und zack. So, dann fahren wir aber auch bitte nochmal ganz nach oben. Hier gibt's aber nichts. Ups. Ah, sogar getroffen. War genauso geplant. Natürlich. Okay, aber sonst nichts mehr. Dann hole ich mir aber noch schnell ein paar Wollknäuel. Nein, nein. Yoshi, lass den Scheiß. So, hier. Und, oh, da komme ich nicht hoch. Egal. Noch Herzchen. Meins. Hier gibt's nichts. Hm, bin ich aber enttäuscht. Ah, fuck, ey. Voll daneben. Okay, jetzt möchten wir aber gerne noch den einen da drüben holen. Oh, wenn das was wird. Ja, wird doch was. Du gehst aus dem Weg. Hier ist sonst nichts. Doch, da ist was. Da ist was. What? 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 Was ist denn das? Wo fliegst du hin? Hier hin? Aha. Und da haben wir die vierte Blume, die andere nicht gefunden hat. Ja, dafür habe ich die zweite nicht gefunden. Scheiße, ne? Na, komm, 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 komm. So. Genau so. Jetzt kommen mal alle schon her. Damit ich euch alle schön verspeisen kann. Klappe dicht. Ah, ich kann da nach oben. Aha.
Hup. Oh, komm schon, Yoshi. Ja, geht doch. Yay, Wollknäuel. Wo mir aber noch immer eines fehlt. Scheiße. Finde ich ehrlich gesagt aber ganz schön praktisch, dass ich hier jetzt gerade immer die fetten Wollknäuel bekomme. Oh. Was gibt's denn hier? Ach, ein paar Rubine und Diamanten und was weiß Gott. Oh, hier geblieben. Oh nein, 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 nicht sprengen, das wird nichts. Komm her. Ah, shit, das wollte ich ehrlich gesagt mal nicht. Ist aber auch egal. Aber die nehmen wir noch mit. Joink, meins. Ha! Das reichte sogar, hätte ich nicht gedacht. Dass Yoshi so eine verdammt lange Zunge hat. Oh, Blübchen. Ich wusste ja, irgendwann wird es sich lohnen, dass ich all die Plattformen zum Erscheinen bringe. Muss ich aber trotzdem noch irgendwie... Oh shit, na geht doch. Und ich habe alle Stempel gefunden, na, immerhin etwas. Und ich glaube, wir sind schon langsamer, aber sicher am Ende. Das muss ich aber irgendwie zum richtigen Zeitpunkt durchspringen, denn ich weiß, wenn man hier eine Blume erwischt, dann bekommt man ja irgendwas, nur ich weiß noch nicht was. Na, natürlich. Natürlich habe ich es nicht geschafft, was denn sonst? Das ist ja Bullshit. Aber na gut, irgendwann werden wir es schaffen, hier eine verdammte Blume zu erwischen. Ja, immer das zweite, welches fehlt, sowohl bei den Blumen als auch bei dem Wollknäuel. Ach, nervig, nervig. Der rechts hat die fünfte Blume nicht gefunden. Die habe ich alle gefunden. Nur die fucking zweite nicht. Aber jetzt. Beim nächsten Level. Einfach mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und dann geht das schon. Ich frage mich gerade, geht hier eigentlich irgendwas? Nee. Okay. Dann auf in Welt 1.6. Shy Guys mit Sprengwolle. Das klingt aber gar nicht gut. Das klingt mal gar nicht so gut. Eieiei, ich glaube, wenn ich nach dem Namen gehe, dann wird mich der Level ziemlich nerven. Denn Sprengwolle ist niemals gut. Oh! Sprengwolle ist doch für was gut. Danke. Geh mal weg. So, jetzt muss ich aber schnell nochmal abchecken, ob hier irgendwas geht. Nee, geht nix. So, wie komme ich da rein? Nein, die Bombe wollte ich ehrlich gesagt nicht fressen. Aber so geht's auch. Danke dafür. Oh, oh. Oh, das trifft mich nicht. Nee, Gott sei Dank. Nur wie komme ich denn jetzt da hoch? Oh, oh. So, sehr schön. Mit Sprengstoff lässt sich eben jedes Problem lösen. Und Blümchen Nummer 1. Was macht denn hier gerade? Gib mir mal die Bombe. Sonst ist hier aber, glaube ich, mal nix. Nope. Aha. Ja, sehr schön. So, nun, was hat mir das jetzt gebracht? Ah, da ist ein Wölkchen. Mit Diamanten, okay. Breng. Und hier haben wir mal einen Checkpoint. Sehr schön. So, dann kann ich mir auch da oben auch gleich das Päckchen holen. Nein, na, scheiße. Oh, oh, weg hier. Und Blümchen Nummer 2. Bis jetzt noch nichts übersehen. Sehr schön, so mag ich das.
Was ist das? Oh, 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 oh. Puh, da hatte ich Schwein. So, hier komme ich doch sicher irgendwie nach unten, oder? Ach, du hast eine Bombe für mich. Joink. Nice. So, jetzt natürlich die Frage, wie komme ich wieder nach oben? Glaube hier. Ja, da bin ich richtig. Warten, bis der die Bombe wirft. Nicht mit mir, Freundchen. Nicht mit mir. Ah, Herzchen. Und ich bin voll. Sehr schön. Okay. Eine Tür mit einem Fragezeichen. Da mal rein. Was auch immer uns da jetzt erwartet. Wir werden es sehen. Oh shit. What? Ich bin motherfucking Riesen-Yoshi. Oder besser gesagt Mega-Yoshi. Ihn hält nichts auf. Drücke B, um mit dem Schweif zuzuschlagen. Heilige Scheiße, das hat ja schon wahnsinnige Godzilla-Ausmaße. Bam! 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 So, da kann ich einfach laufen. Oh, mehr Zeit, die hole ich mir mit. Geh aus dem Weg! Bam! Ach, das gefällt mir. So, die Zeit nehmen wir mal mit. Hey, ich will da durch. Ich will da durch. Danke. Und schnell wieder zurück. Wir haben ja nicht ewig lange Zeit. Oh, es regnet. Es regnet Shy Guys. Heilige Scheiße. Oh, mir geht die Zeit aus. Scheiße. Und ich war noch gar nicht am Ende. Da war das Ende. Ach, nö. Jetzt muss ich das Ganze nochmal machen. Alles klar. Ich muss ein bisschen mehr Gas geben bei der Sache. Aber das packen wir schon. Sollte ja für Mega Yoshi kein Problem sein. Denn wir stapfen sowieso einfach alles tot. Ich weiß, da unten ist das Wollknäuel. Ach, und ich spring voll daneben. Weiß ich aber zumindest, dass ich das hier eigentlich gleich kaputt machen kann. Da oben gibt es sowieso nichts. So, hier kommen jetzt nochmal die Shy Guys runtergefallen. Aber die will ich gerne mitnehmen. Sind ja immerhin auch ein paar Pünktchen. So, ich hoffe zumindest mal, dass es diesmal von der Zeit reicht. Aber das sieht gut aus. Yay! Mit wahnsinnigen 4 Sekunden noch übrig. Sehr, sehr nice. Das hat Spaß gemacht. Leck, hoch, Yoshi. Oh, 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 da ist was. Oh, Wollknäuel, sehr schön. Okay, eins kommt noch und ich habe noch nichts übersehen. Oh, die werfen schon wieder mit Scheiße. Besser gesagt, Bomben. Ups. Hm, treffe ich nicht. Ich muss aber trotzdem halt irgendwie durch. Frage ist natürlich, komme ich zu den Typen irgendwie nach oben? Ups, einen übersehen. Ja, zum Glück haben wir die nicht die Plattform unter den Füßen weggesprengt. Komm mal her. Bob. Moment mal, die Bombe hier kann ich doch aber sicherlich für irgendwas gebrauchen. Wenn die schon unendlich mit Bomben spawnen, dann wird das doch für irgendwas auch gut sein, oder? Und spring. Oh, da ist ein Päckchen. Ein Päckchen. Mein Päckchen. Blume. Da habe ich aber sicherlich schon eine übersehen. Natürlich. Ach, Mann, ey. Die sind aber auch wahnsinnig gut versteckt. Ich frage mich nur gerade echt, was ich mit dem Bombentypen hier machen soll. Hm, ich kapiere es nicht. Ich meine, ich könnte natürlich hergehen und die Typen da oben wegsprengen. Ich mach's einfach mal, vielleicht bringt mir das irgendwas.
Vielleicht erscheint dadurch ja ein Blümchen oder ein Wollknäuel oder irgendwas anderes. Nope, gar nichts erscheint. Aber oh, da sehe ich doch gerade was, Da verbirgt sich eine Röhre unter dem Holz. Haha! Nicht mit mir. Oh, heilige Scheiße, was geht denn jetzt ab? Brambabamp. So, ich brauche eine Bombe. Danke. Und weg. Jo, Blümchen. Oh. Blümchen Nummer 3. Sehr schön. Habe ich es also doch nicht übersehen, hä? Und noch ein Stempel dazu. So, jetzt muss ich nur wieder da hochkommen. Na, geht doch, Yoshi. Alles kein Problem. Ach, und jetzt stehen die wieder alle. Das gefällt mir wiederum gar nicht. So, gib mir du mal ein paar Wollknäuel. So, voll. So, du machst mir mal schön ein paar Treppen. So, das nehmen wir mit. Shit, ich brauche eine Bombe. Bombe her. Nein, nicht so. So, ist besser. Okay, jetzt kommen wir zumindest mal hier hoch. Und dann kommen wir hier hoch. Kann ich das seitlich stehen? Ja, kann ich, sehr schön. So, jetzt aber trotzdem noch immer die Frage, wie komme ich da links jetzt hoch? Irgendwie muss ich mir da einen Weg nach oben finden. Scheiße, ich habe auch keine Bomben mehr übrig. Ach, du hast eine Bombe für mich, danke. Und öffnen wir mal das hier. Dann kann ich mir von dir das Bämpchen holen, damit öffne ich da... Oh, shit. Na, auch egal. Da komme ich schon wieder hoch. Ups, und mein Wollknäuel. Nice, alle gefunden. Weg mit dir. Und wir haben auch alle Stempel. Habe ich jetzt alle? Alles? Nee, ich habe noch nicht alles. Mir geht noch ein Blümchen ab, oder? Das Blümchen ist da oben. Weg damit. Ihr solltet nicht mit Sprengstoff spielen. Meins. Und die letzte Blume. Ach, so gefällt mir das doch schon viel besser. Oh, shit. In die eigene Bombe gesprungen. Na, sowas aber auch. Aber auch egal. Wir haben den Level geschafft. Und kein Blümchen erwischt. Ach, scheiße. Aber das war doch mal ein schöner Abschluss. Alles gefunden. Hoffe ich zumindest mal. Wir haben alle Stempel, aber nicht alle Herzen. Ach. Wobei ich mich bei den Herzen gerade frage, zählen da die Herzen, die man im Level findet, oder die, die man dann am Schluss noch hat? Da müsste ich erstmal ein bisschen aufpassen. Hm. Na gut, das heißt aber, wir haben zumindest wieder einen neuen Yoshi und auch 100 Stempel auf Nähe gefunden. Und einen neuen Trickanstecker. Ein Shy Guy Yoshi. Okay. Warum denn nicht? Ah, gut. Ah, da kann ich gleich direkt tauschen. Muss ich gar nicht zurückgehen. Ah, ich bleibe aber beim Original. Und damit würde ich auch sagen, sehen wir uns in der nächsten Episode von Yoshi's Woolly World wieder. Und bis dahin sage ich Tschüss, auf Wiedersehen. Und man sieht sich.